So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde Spirit Island von Eric Reuss. Ja, das Spiel ist 2017 erschienen, ist also schon etwas älter, keine Neuheit. Aber ihr seht hier, Spielehit für Experten 2019, ist im Pegasus Spieleverlag erschienen. Ist also eine etwas neuere Auflage, dieser Druck hier, dieses Exemplar. Das ist auch erst vor ein paar Tagen zu mir gekommen, in meinen Besitz, als Geschenk. Hier die Anleitung. Wir gucken gleich rein. Noch ein Wort dazu, warum jetzt Spirit Island, außer dass es bei mir neu ist. Es ist auch 2020 im letzten Jahr, also immer noch das beliebteste Solo-Spiel auf BoardGameGeek gewesen. Ich verlinke euch den BoardGameGeek-Link und den Link zu der Top 200 Players Choice Solo-Spiele-Liste auf BoardGameGeek. Die gibt es auch. Und da steht Spirit Island eben immer noch auf Platz 1. Und da ich es jetzt seit ein paar Tagen habe, habe ich mir gedacht, da kann ich nicht dran vorbei. Das müssen wir uns mal näher angucken. Ich bin aber auch selbst noch Neuling in diesem Spiel. Wir müssen uns also das in Ruhe anschauen und gehen es langsam durch und machen sozusagen eine Einsteigerversion des Ganzen heute. Wir spielen einen Geist, wir spielen auch einen einfachen Geist und wir spielen die Einsteigerregeln, was die Auswahl der Fähigkeiten angeht. Gehen wir es im Einzelnen durch und wir nehmen uns auch dazu noch die Anleitung zur Hilfe. Ich bin da noch nicht ganz sattelfest, deswegen gucken wir uns da noch mal bei den Vorbereitungen an, wie das genau zu laufen hat. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht. Ich stelle mir das mal hier so gegen mein Tablet, dass ich es von hier aus lesen kann. Okay, wir gucken uns das an. Wir spielen eine Inselteil, einen Geist. Ich habe mir Inselteil A ausgewählt und ich muss mir jetzt anschauen, was ich dort platziere. Und wir müssen dann das Invasoren oder ja, dieses Board hier, ja, Invasorendeckboard heißt es, glaube ich, Invasorentableau heißt es, vorbereiten und den Spielbereich. Genau. Wir gucken uns das an. Ich habe mir einen Geist ausgesucht, der eine niedrige Komplexität hat, nämlich den sonnengenährten Fluss. Und das war auch ein spezieller Wunsch einer Abonnentin. Schönen Gruß. Frohes Neues an euch alle in diesem Zusammenhang, aber eben auch an diese spezielle Abonnentin. Ich spiele das jetzt mal in der Einsteiger-Variante durch, mal gucken, ob es gelingt. So, Vorbereitung heißt, auf dem Spielbereich, wir müssen das platzieren, was hier unten auf den Feldern jeweils angegeben ist. Das heißt, hier kommen zwei Einwohner hin, zwei Dahan. Hier kommen ein Einwohner und eine Stadt hin. Hier kommt eine Ödnis hin, hier kommt nichts hin, da kommt ein Dahan hin, hier kommt ein Dorf hin und hier kommen zwei Dahan hin. So, was mit dem Geist passiert, machen wir gleich. Wir gucken auf das Invasorentableau. Pro Geist kommen für das Einsteigerspiel hier vier Furchtmarker in den Vorrat. Und jedes Mal, wenn wir Furcht erzeugen, kommen die hier runter. Wenn ich ein Dorf zerstöre, gibt es eine Furcht. Wenn ich eine Stadt zerstöre, gibt es zwei Furcht. Das heißt, die kommen dann hier runter. Wenn ich immer wenn ich vier Furcht erzeugt habe, rutschen die wieder rauf. Aber dafür gibt es eine Furchtkarte. Die müssen nach einem speziellen Verfahren vorbereitet werden. Und zwar in drei Karten hierhin. Dann die Furchtstufe. Nochmal drei Karten. Noch eine Furchtstufe und noch mal drei Karten, so dass ich also mit je mehr Furchtkarten ich hier rüber spiele in das aktive, in den aktiven Bereich und dann abarbeiten kann, desto stärker wächst die Furchtstufe bei den Siedlern, bei den Eindringlingen. Und wenn ich alle Furchtkarten abarbeiten kann, dann kann ich eben halt hier behaupten, ich hätte aufgrund eines Furchtsieges gewonnen. Das ist die Furchtstufe, die gerade aktiv ist. Das fängt mit der 1 an. Das heißt, hier habe ich erst, gewonnen, wenn ich alle Entdecker, alle Dörfer und alle Städte vernichtet habe auf meinem Inselbereich. Das ist aber, je mehr Furchtkarten ich abspiele, und alle drei Karten kommt dann eben eine weitere Stufe hier rüber. Und dann wird es etwas einfacher. Ich muss zum Beispiel in der Furchtstufe 2 nur noch Dörfer und Städte beseitigen, was schwer genug ist, aber ich brauche eben nicht auch noch alle Entdecker zu beseitigen, um zu gewinnen. Und in Furchtstufe 3 werden es dann nur noch die Städte, die ich beseitigen muss. Und wenn ich dann noch mehr Furchtkarten durchgespielt habe, entsprechend Furcht erzeugt habe und so weiter,
dann gewinne ich im Prinzip sofort. So, die übrigen Furchtkarten kommen aus dem Spiel, die brauchen wir nicht. Dann müssen wir die Ödnisplättchen, pro Spieler kommen 5 Ödnisplättchen hier rein. 1, 2, 3. Und immer dann, wenn es auf irgendwelchen Karten heißt, dass irgendwo Ödnis platziert werden muss oder auch bei den Aktionen der Entdecker, dann muss ich sie hier rausnehmen. Wenn ich Ödnis hier verringere, dann geht sie wieder hierhin zurück. Wenn aber hier mal irgendwann alle Ödnis platziert sein sollte und hier nichts mehr liegt und ich dann noch eine Ödnis bräuchte, würde ich sofort verlieren. Verlieren ist einfach, gewinnen ist schwierig hier in diesem Spiel, so wie es aussieht. Dann haben wir die das Invasorendeck. Dann mischen wir die 3 Invasorenstufen, nehmen jeweils eine Karte aus dem Spiel und stapeln die. Das sind die Gebiete letztlich, in denen die Invasoren sich tummeln werden. Und in welcher Reihenfolge sie das tun, ist eben zufällig. Und es läuft immer so, dass sie in einem Gebiet eine Entdeckung, also dass sie auf Entdeckung gehen, sprich dort Entdecker platzieren. Im nächsten Zug, in der nächsten Runde würden sie dann in diesem Gebiet bauen und in der nächsten Runde danach würden sie dann in diesem Gebiet wüten, sprich Schaden anrichten, sowohl gegen Land als auch gegen Einwohner. Und danach wird es abgelegt. Wie das im Einzelnen läuft, gehen wir dann Schritt für Schritt durch, wenn wir spielen. Ich habe mir, wie gesagt, diesen Geist ausgesucht, den sonnengenährten Fluss. Ich lese mal kurz den Flavortext und muss dann die Spielvorbereitung hier abhandeln und dann drehen wir das Board um. Die meisten Flüsse auf der Insel führen wie üblich nur in der Regenzeit reichlich Wasser. Mit einer Ausnahme. Hoch in den Bergen hält ein uralter Fluch einen Gipfel von Eis bedeckt, bis die starke Sonneneinstrahlung der Trockenzeit einen einzelnen Fluss mit übermäßigem Schmelzwasser nährt. Sonnengenährter Fluss ist ein Geist, der reißendem Wasser, Überschwemmungen und Fruchtbarkeit zu ungewöhnlichen Zeiten. Er versteht sich gut mit den Dahan, die seine Ufer bebauen. Sie ernten die Früchte einer guten Ernte und kümmern sich um die Gesundheit des Flusses in trockenen Zeiten. Das ist der sonnengenährte Fluss. Er kommt also mit den Einwohnern gut klar. Spielvorbereitung heißt hier, platziere eine Präsenz auf deinem Startspielplan in dem Sumpf mit der höchsten Zahl. Das ist hier die 2, hier die 5, also kommt hier eine Präsenz hin. Zum Spielstil. Der sonnengenährte Fluss ist offensiv schwächer als andere Geister, aber gut im Verschieben von Invasoren und Dörfern. Fort aus Gebieten, in denen sie sonst womöglich bauen und wüten würden. Das würden wir uns gleich mal anschauen. Dank seiner Spezialregel kann er heilige Stätten ohne weiteren Aufwand erhalten, was viele seiner Fähigkeiten noch nützlicher macht. Jo, gucken wir uns dann an. Komplexität ist niedrig. Es gibt noch weitere Geister. In der Summe gibt es im Spiel hier, glaube ich, 8 Geister. Und es gibt auch Szenarien und Nationalitäten, die das Spiel komplexer machen. Das machen wir heute alles nicht. Ihr seht es hier, es gibt noch den hungrigen Hunger des Ozeans, den Boten der Albträume, die Stimme des Donners, das wild wuchernde Grün. Klingt auch lustig, aber hat schon eine Komplexität von Mittel. Den pfeilschnellen Blitzschlag, die Lebenskraft der Erde und die flackernde Schatten. Also das sind ein paar Götter mit denen, oder Geister, mit denen man spielen kann. Götter, Geister, Eindringlinge, Siedler, was machen wir hier? Nichts anderes als, wir sind die Naturgeister und wollen den Eingeborenen helfen, gegen die fremden und neu ankommenden Entdecker hier anzugehen und die Insel möglichst im natürlichen Zustand zu erhalten. Im Prinzip sowas wie die Siedler von Catan, nur sind wir nicht die Siedler, wir sind sozusagen Catan. Wir schauen uns das nochmal in Ruhe an bei den Spielvorbereitungen. Wir haben eine Präsenz platziert, die anderen Präsenzen. Der Geist kann also an verschiedenen Orten präsent sein. Platzieren wir auf den Leisten hier auf dem Board. Und jedes Mal, wenn wir eine Präsenz irgendwo auf der Insel erzeugen, nehmen wir von diesen beiden Leisten den jeweils linken Marker weg und damit können wir dann mehr Energie gewinnen oder, je nachdem welche Marker wir wegnehmen, mehr Karten ausspielen. Das heißt also, unser Ziel ist es auch durchaus, viele Präsenzen auf der Insel nachher zu gewinnen, um hier mehr Energie zu bekommen und mehr Karten spielen zu dürfen, unsere Fähigkeiten sinnvoll und vielfältig einsetzen zu können. Hier sind noch ein paar Erinnerungshilfsmarkierer für Fähigkeiten, für Dinge, die wir nutzen, die so ein bisschen längere Wirkdauer haben, sodass wir die nicht vergessen. Dann steht hier unten noch eine Spezialregel für diesen Geist. Hier heißt es, hier herrscht der Fluss.
Deine Präsenz in Sumpfgebieten zählt als heilige Stätte. Das heißt, hier habe ich nur eine Marker, eine Präsenz, aber da es ein Sumpf ist, ist das schon eine heilige Stätte. Ansonsten würde das im normalen Spiel bei einer Wüste oder einem Berggebiet hier zum Beispiel zwei Präsenzen erfordern, um hier als heilige Stätte gezählt zu werden. Manche Fähigkeiten sind von einer heiligen Stätte abhängig. So, dann beginnen wir hier mit den Fähigkeiten des Geistes. Ich habe jetzt, da wir das Einsteigerspiel nehmen, beginnen wir mit den eigenen vier Fähigkeiten des Geistes Sonnengenährter Fluss. Und hier noch ein paar Hilfsmarker. Es gibt gerade für die Einsteigerrunden, für die vier Geister mit der einfachen Komplexität oder niedrigen Komplexität, noch Karten im Spiel, die heißen Steigerung deiner Fähigkeiten. Und jetzt für den sonnengenährten Fluss heißt das hier, dass wir diese sieben Fähigkeiten raussuchen sollen. Das habe ich mal gemacht. Und die sind auch alle oben in einer Ecke mit der gleichen Farbe markiert wie diese Karte. Und diese sieben Fähigkeiten sind die, die wir beim Erlangen neuer Fähigkeiten dann einfach zu uns nehmen, auf die Hand nehmen. Im normalen Spiel, Nicht-Einsteigerspiel sozusagen, würde aus einem Stapel von vielen Fähigkeiten, und da gibt es einige in dem Spiel, und zwar unterscheiden wir hier zwischen schwachen Fähigkeiten und starken Fähigkeiten, würden normalerweise vier Karten zufällig ausgesucht und dann eine ausgewählt als neue Fähigkeit. Das machen wir heute nicht. Das wird das Spiel natürlich komplexer machen. Aber wir wollen ja mal die wirkliche Einsteigerversion ausprobieren und uns mit der Mechanik vertraut machen. Dazu reicht diese einfache Variante. Ich habe hier zwei Hilfskarten, die mir den Rundenablauf erläutern, falls ich irgendwas vergessen sollte. Und wir gucken uns mal die Basisfähigkeiten kurz an, die ich habe. Ihr seht, jede Fähigkeit kostet Energie und sie hat durch die rote oder blaue Markierung erkennbar eine sofortige Wirkung oder eine verzögerte Wirkung. Nachher in der Rundenabwicklung wird das deutlich, wie das funktioniert. Und mit dem Einsatz jeder Fähigkeit gewinne ich Elemente. Da haben wir Sonne oder Licht und Mond, Dunkelheit. Dann haben wir die vier Basiselemente sozusagen, Erde, Feuer, was haben wir hier? Wasser und Luft. Und dann haben wir hier unten noch Rot, das ist, ich glaube, Tiere. Das sind für die Geister interessant, die die Wildfauna auf der Insel einsetzen können. Ist, glaube ich, für uns nicht relevant, kommt nicht wirklich als sonnengenährter Fluss, sind wir so nicht an den Wildtieren im Dschungel interessiert. Wir schauen uns das an. Es geht immer so los, dass die Geister ihren Einsatz tätigen und ihre Fähigkeiten auswählen, die sie ausspielen wollen, die natürlich mit Energie bezahlen müssen. Und dann werden die sofort wirksamen Fähigkeiten, das sind die roten, abgehandelt. Dann kommen die Invasoren dran, auch in mehreren Schritten. Und dann kommen die verzögerten Fähigkeiten der Invasoren dran, auch die permanenten Fähigkeiten. Und ihr seht bei diesem Geist, sonnengenährter Fluss, seht ihr dieses Schneckensymbol hier unten, oder das Schildkrötensymbol, nicht Schnecke, Schildkrötensymbol. Das heißt, sollten gewisse Elementkombinationen vorhanden sein durch die ausgespielten Fähigkeiten, kann eine solche Fähigkeit eingesetzt werden und in diesem Falle hier nur als verzögerte Fähigkeit und nur im Umfeld ein Feld Reichweite, ein Gebiet Reichweite von einer heiligen Stätte entfernt. Aber dann eben in beliebigen Gebieten. Das schauen wir uns ganz in Ruhe an. Die Fähigkeiten, die neu kommen werden, lege ich mal. Seht ihr sie hier? Jawohl, da seht ihr sie. Die haben wir noch nicht. Die kommen später. Und diesen Erläuterungsmarker dahin. So, wie geht's los? Wir beginnen, indem wir als Geist eine der Wachstumsmöglichkeiten auswählen können. Die erste Wachstumsmöglichkeit ist die hier. Alle Karten wieder erlangen, eine Fähigkeit hinzugewinnen und eine Energie gewinnen. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben keine Karten ausgespielt, wir haben alle noch auf der Hand. Zweite Möglichkeit wäre, zwei Präsenzen zu platzieren. Und die dritte Möglichkeit wäre, eine Fähigkeit zu bekommen und eine Präsenz aber etwas weiter weg platzieren zu können. Das machen wir nicht. Wir fangen an, indem wir zwei Präsenzen platzieren. Und dafür nehme ich erstmal eine aus der Energieleiste und eine aus der Kartenleiste, sodass ich sowohl zwei Karten ausspielen kann, als auch zwei Energie gleich bekomme.
So, wie müssen wir das jetzt platzieren? Wir müssen darauf achten, dass wir ein Feld Reichweite haben zu einer vorhandenen Präsenz und dann das Ganze nochmal machen können. Also ich kann zum Beispiel in dieser... Ah, ich habe was vergessen, bevor wir loslegen. Es müssen ja jetzt noch die Siedlerentdeckung muss ja beginnen. Die beginnt in den Bergen. Das heißt, jetzt kommen schon, wir wissen also jetzt, was passieren wird. In den Bergen kommen Entdecker dazu. Und zwar entweder in Küstengebieten. Die neuen Siedler kommen also aus dem Ozean. Vom Ozean über Schiffe kommen die an und können also in Küstengebieten entdecken. Oder in Gebieten, die höchstens eins von einer vorhandenen Stadt oder einem vorhandenen Dorf entfernt sind. Und das ist bei diesen beiden Berggebieten der Fall. Also kommen jeweils hier Entdecker. Was wir jetzt aber wissen ist, dass sie als nächstes dort auch bauen werden. So, und jetzt kommen wir dran. Das hatte ich noch vergessen. Mein Fehler. Jetzt kommen wir dran. Wir wählen zwei Präsenzen, die wir platzieren wollen. Und wir können das tun, ein Feld weg von der vorhandenen Präsenz. Heißt aber auch, wir können dieses Bergfeld nehmen und vielleicht auch dieses Sumpffeld. Jetzt ist es ja nämlich ein Feld weg von dieser Präsenz hier. Hat den Vorteil, dass das jetzt auch schon eine heilige Stätte ist, genauso wie hier. Und jetzt haben wir jedes Feld, nämlich von hier aus, eins sind diese drei Felder, ein Feld weit weg. Und von hier aus sind 1, 2, 3, 4, 5 Felder weit weg. Das heißt, wir haben jedes Gebiet ist ein Feld weg von einer heiligen Stätte. Das hat den Charme, dass wir jetzt diese permanenten Fähigkeiten praktisch überall auf der Insel einsetzen können. Egal, wo wir sie später brauchen werden. Da brauchen wir uns dann nicht mehr drum zu kümmern, weil wir jetzt schon zwei heilige Stätten haben. So, das war meine Wachstumsphase. Jetzt kommt meine Energiegewinnung sozusagen. Habe ich meinen Rundenablauf, Geist und Wachstum, dann Energie erhalten, genau. Hier stehen zwei. Das heißt, ich bekomme zwei Energie. Das sind hier diese Marker. Die lege ich mal hier in die Mitte auf das Bild. Dann habt ihr sie auch ganz gut im Blick. Ja. So, dann geht es jetzt weiter mit den Fähigkeiten, die ich ausspielen möchte oder ausspielen soll. Ich darf zwei Karten ausspielen, das steht jetzt hier. Und die dürfen maximal so viel Energie kosten, wie ich hier habe, in der Summe. Ich habe das Glück, dass ich zwei kostenlose Fähigkeiten habe. Eine Fähigkeit, die zwei Schaden die zwei Energie kostet und eine Fähigkeit, die eins kostet. Was will ich verhindern? Ich will verhindern, dass die Siedler bauen. Dafür muss ich Entdecker vertreiben aus Gebieten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Bauen würden jetzt aber eben die Entdecker in den Bergen, hier und hier. Mal gucken, ob ich dort was machen kann. Wir schauen uns mal die Fähigkeiten an. Der Energieschub beeinflusst einen anderen Geist oder eben auch sich selbst und da bekommt dieser Geist eine Energie. Hilft mir nicht, um Schaden anzurichten, halten wir uns mal im Hinterkopf. Dann haben wir fortreißende Wasser, kostet eine Energie, ist eine verzögerte Fähigkeit, würde aber also auch nicht sofort helfen, weil ja nach den Sofortfähigkeiten erstmal die Siedler dran sind, würde dann aber bis zu drei Entdecker oder Dörfer verschieben können in andere Gebiete. Dann haben wir noch die Überschwemmung. Da kann ich einen Schaden anrichten, das ist eine sofortige Fähigkeit. Und wenn das Einflussgebiet ein Küstengebiet ist, kann ich sogar zwei Schaden anrichten. Das würde zum Beispiel helfen, um einen Entdecker zu vernichten. Und dann habe ich noch eine langsame Fähigkeit, nämlich bis zu zwei Dahan in einem Gebiet zu versammeln. Und wenn dann dort mindestens zwei landen als Ergebnis, kann ich einen weiteren dazufügen. Das heißt, ich kann hier für eine Vermehrung von Dahan sorgen. Das klingt auch interessant. Wir müssen nur schauen, wie wir das sinnvoll einsetzen. Ich würde diese Karte einsetzen wollen, die Überschwemmung, um Schaden anzurichten. Hat den Charme, dass ich wahrscheinlich dieses Gebiet oder dieses, eins von beiden, einfach so von Entdeckern befreien kann. Das würde ich tun in diesem Gebiet. Ich sage euch auch gleich warum. So,
Und die zweite Fähigkeit, ich kann ja nur zwei Karten spielen, die zweite Fähigkeit, die ich spielen möchte, ist die Fruchtbarkeit des Flusses. Dann möchte ich bis zu zwei Dahan in einer Präsenz versammeln, in einem Feld, um dann eventuell einen weiteren dazuzufügen. Das machen wir. Und zwar auch in dieser Reihenfolge. Ich kann also die zwei Energie muss ich bezahlen. Die gehen weg. Und ich bekomme die sofortige Fähigkeit als erstes. Ich habe jetzt meine beiden Karten gespielt. Die anderen kommen erstmal weg. Brauche ich gerade nicht. Wir handeln die Karten ab. Und zwar die sofortigen Fähigkeiten. Einen Schaden anrichten bis zu einem Gebiet weit weg von einer Präsenz. Und wenn das Einflussgebiet ein Küstengebiet ist, zwei Schaden. Ich nehme dieses Gebiet. Es ist ein Feld weg von einer Präsenz. Und ich kann hier einen Schaden einrichten. Es ist aber auch kein Küstengebiet. Das wären die drei. Das heißt, hier kann ich nur einen Schaden anrichten. Aber ein Schaden heißt auch, ein Entdecker verkraftet den nicht und verschwindet. Das habe ich jetzt eingesetzt. Kann ich überdecken. Und jetzt geht es weiter mit den Invasoren, genau. Als erstes werden Furchtkarten abgehandelt, aber wir gehen hier rüber, da habe ich keine, ich habe noch keine Furcht erzeugt, noch keine Furchtkarte aktiviert, da passiert nichts. Als zweites wird gewütet. Wir haben aber noch keine Felder, in denen die Entdecker und Invasoren wüten würden. Als drittes wird gebaut und das beginnt jetzt. Gebaut wird in Gebieten, die markiert sind. Hier Berge, das sind die beiden Berggebiete, aber auch nur da, wo Entdecker sind, also hier, ausschließlich hier. Und gebaut wird Folgendes, immer da, wo mehr Dörfer als Städte sind, wird eine Stadt hinzugefügt. Aber solange noch kein Dorf und keine Stadt sind, kommt ein Dorf dazu. So heißt hier, wenn die Entdecker das nächste Mal hier bauen würden, in dieser Situation würde jetzt eine Stadt dazugefügt werden, weil ja schon ein Dorf da ist. So, hier hat jetzt, also haben die Invasoren gebaut. Jetzt kommt die Entdeckerphase der Invasoren. Das heißt, wir drehen diese Karte um und die entdecken jetzt im Dschungel. Es werden wieder zwei Entdecker platziert, nämlich einmal hier und einmal hier. Und wir wissen dann auch, dass sie als nächstes dort bauen werden. Achtung, hier würde dann eine Stadt entstehen. Da müssen wir gucken, was wir dagegen tun können. Und hier würde ein Dorf entstehen. Ja. Dann geht es jetzt aber erstmal weiter mit den verzögerten Fähigkeiten. Die Invasoren sind nämlich jetzt fertig. Wir schieben die Karten weiter. Das ist der letzte Schritt der Invasorenphase. Das nächste Mal wird in den Bergen gewütet, da wo Entdecker sind oder da wo Invasoren sind und in den Dschungelgebieten gebaut. Und entdeckt wird dann irgendwas Neues. Darauf können wir uns vorbereiten. Was wir jetzt aber haben, ist noch unsere verzögerte Fähigkeit, nachdem die Invasoren dran waren. Wir versammeln bis zu zwei Dahan an einem Ort einer Präsenz. Und wenn dann mindestens zwei da sind, würden wir einen weiteren dazu packen können. So, Orte der Präsenz haben wir hier, hier und hier. Ich würde sie jetzt hier und da dazu nehmen. Jetzt sind hier mindestens zwei. Das heißt, ich kann einen weiteren dazu packen und habe jetzt drei Dahan hier. Und habe damit diese Fähigkeit abgehandelt. Jetzt gucken wir nochmal auf die permanenten Fähigkeiten. Wenn ich Elemente habe, das ist es hier Sonne und Wasser, dann kann ich entsprechende Aktionen machen. Ich habe zwei Sonne und zwei Wasser und ein Tier. Das reicht nicht für diese Fähigkeit hier. Ich kann aber diese Fähigkeit benutzen. Eine Sonne, ein Wasser. Verschiebe einen Entdecker oder ein Dorf im Abstand von einem Feld zu einer heiligen Stätte. So, genau das tun wir jetzt. Und zwar wissen wir ja, hier sehen wir es, dass in der nächsten Runde die Entdecker hier und hier bauen werden. Wenn sie hier bauen, entsteht hier eine Stadt, weil hier schon ein Dorf ist. Das heißt,
Ich möchte hier aber keine Stadt stehen haben. Das heißt, ich muss das Dorf oder den Entdecker verschieben, reicht nicht. Ich muss das Dorf loswerden. Das werde ich nicht los, aber ich kann es verschieben mit dieser Fähigkeit. Ich setze praktisch diese Elemente ein. Ich weiß, dass sie da sind. Also kann ich diese Verschiebefähigkeit, Abstand einfällt, zu einer heiligen Stätte haben wir auch gewährleistet. Ich kann sie einsetzen. Ich verschiebe sie einfach raus aus dem Dschungel, hier rein in meinen Sumpf. Und hier habe ich ein bisschen Luft, weil Sumpf ist ja noch nicht dran. Das heißt, ich kann mich hier später um das Thema kümmern. Jetzt weiß ich, das nächste Bauen wird hier und hier stattfinden, und zwar nur mit Dörfern und nicht mit Städten. Okay, damit haben wir die permanenten Fähigkeiten hier auch abgehandelt. Und jetzt ist Rundenende. Das heißt, die Karten kommen zur Seite, die haben wir abgespielt. Ich lege sie mal hier unten hin, ihr seht sie so am Bildrand noch ein bisschen. Ja. Und dann geht es wieder mit der nächsten Runde los. Das heißt auch jetzt wieder, ich habe nur noch zwei Karten auf der Hand. Die kosten mich eine Energie, ich kriege gleich zwei. Das heißt, ich muss mal schauen, wie ich jetzt als nächstes was bekommen kann. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, nämlich fürs Wachstum die Karten mir wiederholen, die ich da gerade ausgespielt habe. Dann würde ich noch eine Energie bekommen und eine Fähigkeit, eine neue Fähigkeit dazu bekommen, nämlich die oberste von hier. Und ich glaube, irgendwas in die Richtung müssen wir tun. Und neue Fähigkeit ist durchaus interessant. Aber ich brauche nicht die Karten wieder, weil ich kann, glaube ich, mit den Karten was machen. Ich nehme diese Wachstumsoption hier. Fähigkeit erhalten und eine Präsenz platzieren. Ich nehme diese Fähigkeit hier. Das ist jetzt genau bei diesem Einsteiger, bei dieser Einsteigerversion ist es einfach. Ich muss nicht auswählen. Ich bekomme einfach eine in Anführungszeichen geeignete Fähigkeit. Die neue Fähigkeit ist unheimliche Schmelze. Wenn Invasoren anwesend sind in dem Gebiet, das ist ein Gebiet weg von einer heiligen Stätte, dann erzeuge ich eine Furcht. Und wenn das Einflussgebiet auch entweder Wüste oder Sumpf ist, dann kann ich sogar eine Ödnis entfernen. Ja, mal schauen, was wir damit noch machen können. Und ich kann noch eine Präsenz platzieren. Und ich denke, brauche ich Energie oder möchte ich Karten spielen können? Ich habe so ein paar billige Karten. Ich nehme dann diese Präsenz hier. Und wir werden die Präsenz in den Dschungel legen, vielleicht sogar hier hin. Ist eigentlich egal, glaube ich. Mal gucken. Weil wir ja schon zwei heilige Stätten haben, sind wir jetzt nicht darauf angewiesen, überall noch heilige Stätten zu bilden. Das ist unsere Spezialregel, das ist relativ easy an dieser Stelle. So, das war meine Wachstumsoption. Jetzt kommt die Energie. Das heißt, ich bekomme zwei, weil hier oben zwei frei sind. Und ich kann immer noch nur zwei Karten ausspielen, die in der Summe zwei Energie kosten. Ich habe drei Karten auf der Hand, die in der Summe zwei Energie kosten, aber ich kann nur zwei ausspielen. Ich weiß, es wird als nächstes in den Bergen gewütet. Das wird hier der Fall sein. Hier nicht, weil ja keiner mehr da ist. Und dann wird im Dschungel gebaut. Das wird hier und hier der Fall sein. Und danach wird in diesen Gebieten eine Runde später dann auch gewütet. Und darauf kann ich mich ein bisschen vorbereiten. Und ich werde mit Sicherheit auch eine Sonnenelement und zwei Wasserelemente bekommen. Je nachdem, welche Karten ich ausspiele, wird es aber in beiden Fällen möglich sein, sodass ich also auch hinterher noch ein Dorf oder einen Entdecker verschieben kann. Gut, das heißt, ich werde diese Karte Unheimliche Schmelze spielen und mir auch noch mal einen Energieschub holen. Ja, wäre noch mal das Versammeln der Dahan interessant, aber das müssen wir auf später verschieben. Wir holen uns noch mal einen Energieschub. Zwei Karten kosten mich nur eine Energie.
kommt weg. Und die Karte kommt raus. Wir spielen jetzt erst wieder die sofortigen Fähigkeiten aus. Energieschub beeinflusst du dich selbst. Ich habe ja keinen anderen Geist, bekomme ich eine Energie. So. Invasoren. Furcht haben wir keine. Dann kommt das Wüten. So, das haben wir bisher noch nicht gehabt. Jetzt wird zum ersten Mal gewütet. Hier in diesem Berggebiet erzeugen jetzt die Invasoren erstmal Schaden gegen das Land. Sie erzeugen pro Entdecker einen, pro Dorf zwei und pro Stadt drei Schaden. Hier sind es also in der Summe drei Schaden. Ein und zwei. Bei zwei oder mehr Schaden entsteht in diesem Gebiet auch eine Ödnis. Das heißt hier, dieses Land ist jetzt öd und leer nach der Besiedlung. Und sie erzeugen auch Schaden gegen vorhandene Einwohner. Drei Schaden. Mit jedem zwei Schaden geht auch ein Einwohner leider verloren. Und der hier erleidet einen Schaden, bleibt aber noch auf der Insel. So, jetzt schlagen aber die Einwohner auch zurück bei dem Wüten. Und zwar pro Einwohner, der da ist, zwei Schaden. Das heißt, die beiden zusammen schlagen mit vier Schaden gegen diese Einwohner hier, gegen die Invasoren. Und die haben nur drei Verteidigungen, nämlich das Dorf 2 und der Entdecker 1. Das heißt, die beiden gehen einfach so von der Insel. Wir haben ein Dorf vernichtet, wir haben damit also auch eine Furcht erzeugt. Die geht jetzt von Vorrat in die erzeugte Furcht. Das heißt, wir haben hier das öde Land zwar jetzt, aber wir haben immerhin die Entdecker aus diesem Gebiet vertrieben. Das war schon mal ganz gut. Gucken, wie wir weiterkommen. So, jetzt werden die Entdecker aber bauen, und zwar im Dschungel. Und in beiden Dschungelgebieten entsteht jeweils ein Dorf. Jetzt wird entdeckt im Sumpf. Das heißt, in beiden Sumpfgebieten. Ja. Kommen Entdecker dazu. Und dann schieben wir weiter. Die Berge sind abgehandelt, die kommen erstmal nicht mehr. In den Dschungeln wird das nächste Mal gewütet und im Sumpf wird das nächste Mal gebaut. Okay. Wenn wir hier, ich grüble jetzt gerade ein bisschen, im Dschungel wird das nächste Mal gewütet. Hier entstehen drei Schaden gegen das Land und gegen Dahan. Gegen die Dahan hieße es hier, dass sie einen Dahan verlieren würden. Der würde beschädigt, aber noch leben. Er würde mit zwei Schaden oder Angriff zurückschlagen, würde damit das Dorf vernichten können. Der Entdecker bliebe stehen. Und hier passiert nur gegen das Land der Schaden, weil keine Dahan da sind. Die kriegen wir auch nicht so schnell dahin. Mal schauen, was wir machen können. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Die Invasoren sind durch. Genau, jetzt geht es mit den verzögerten Fähigkeiten los. Ich muss mir wieder ein Gebiet aussuchen, ein Feld weg von einer heiligen Stätte, maximal. Und wenn da Invasoren sind, erzeuge ich ein Furcht. Und wenn das Einflussgebiet Wüst oder Sumpf ist, entferne ich eine Ödnis. Ein Furcht erzeugen kann ich also nur in Einflussgebieten, wo Invasoren vorhanden sind. Das ist jedes dieser Gebiete, aber nicht die Berge. Und hier, wo die Ödnisse vorhanden sind, sind keine Invasoren vorhanden. Da kann ich keine Furcht erzeugen. Ich möchte aber Furcht erzeugen, also nehme ich als Einflussgebiet meinetwegen diesen Sumpf. Das heißt, ich kann ein Furcht erzeugen. Ja. Jetzt habe ich aber noch die Möglichkeit, weil ich ausreichend Elemente, Kombinationen liegen habe für die permanente Fähigkeit hier. Ich kann ein Dorf oder einen Entdecker verschieben. Interessant ist es ja da, wo gebaut wird oder da, wo gewütet wird, da die Dörfer oder Städte wegzuschieben. Ich versuche das einfach mal, dieses Dorf hier
wieder auch in den Sumpf zu verschieben. Oder sogar in diese Wüste. Warum nicht? Immerhin stehen da ja schon Dahan, die dann bei einer Wütephase in der Wüste, hier wird als nächstes wahrscheinlich auch eine Wüste kommen. Zumindest hochwahrscheinlich, weil wir ja irgendwie dann doch mal langsam auch auf Wüsten gehen müssen. Dann würden die dagegen angehen können. Ja, ich verschiebe mal das Dorf da raus. Hat nämlich zur Folge, dass hier bei der Wütephase keine Ödnis entsteht gegen den Dschungel. Das wird zwar hier passieren, aber da müssen wir uns dann was anderes einfallen lassen. So machen wir das. So, damit haben wir unsere permanenten Fähigkeiten hier auch abgehandelt. Die Karten kommen weg. Und ihr seht schon, die neue Fähigkeit ist eben nicht eine Standardfähigkeit des Geistes Sonnengenetter Fluss, sondern einfach eine weitere Fähigkeit, die zwar für ihn geeignet ist durch diese Markierung, aber eben nicht zu den Standardfähigkeiten gehört. Die kann auch jeder andere Geist irgendwo in einem Mehrspielerspiel haben. Und ihr seht auch, das ist eine schwache Fähigkeit. Es gibt noch durchaus stärkere. Da kommen wir dann später zu. So. Ja, jetzt haben wir das abgehandelt. Rundenende heißt, halt, die Entdecker habe ich gemacht, Sumpf, genau, weitergeschoben habe ich auch. Meine Fähigkeiten habe ich abgehandelt, nur die Karten weggelegt. Dann wird Schaden repariert, wer beschädigt wurde, wird wieder gesund. Das gilt auch für die Invasoren, aber eben auch für die Dahan. Und jetzt geht es weiter mit unserem Wachstum als Geist, neue Runde. Ich möchte jetzt alle meine Karten wieder haben. Das heißt, die kommen alle wieder auf meine Hand. Dann bekomme ich eine neue Fähigkeit. Auch hier wieder nehme ich einfach die oberste Karte vom Stapel. Das ist die Selbstheilung der Natur. Ich kann Verteidigen 6 machen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Und wenn ich 2 Wasserelemente liegen habe, darf ich stattdessen sogar eine Ödnis irgendwo entfernen von der Insel. Na gut. Und wir gucken auf die Rückseite, das ist nach wie vor eine schwache Fähigkeit. So, das war die Wachstumsphase hier. Dann kommt die Energiephase. Ich bekomme 2 Energie. Und jetzt kann ich immer noch bis zu 2 Karten ausspielen. Ich muss das nächste Mal dafür sorgen, dass ich weitere Präsenzen lege, damit ich mehr Karten ausspielen kann und mehr Energie bekomme. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. So, Energie habe ich jetzt 4, aber ich darf nur 2 Karten nehmen. Worauf bereiten wir uns vor? Auf das Wüten im Dschungel. Das ist hier harmlos. Hier ist es nicht ganz so harmlos. Hier entsteht eine Ödnis. Durch die 3 Schaden, die angerichtet werden. 3 Schaden werden angerichtet. Ein Dahan geht damit verloren und der andere wird beschädigt. Er schlägt dann aber zurück mit 2 Schaden. Das heißt, hier bliebe der Entdecker übrig. Gut. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da auch was anderes machen. Nämlich zum Beispiel die Überschwemmung, indem wir in diesem Küstengebiet 2 Schaden anrichten. Und als sofortige Fähigkeit heißt das, dass wir das Dorf zerstören können. Und damit auch der Schaden beim Wüten nicht mehr ganz so schlimm wird. Das machen wir. Und dann brauche ich noch eine 2. Karte. Die darf beliebig viel kosten, weil ich habe 4 Energie. Das ist jetzt egal. Aber ich kann zum Beispiel nochmal Furcht erzeugen mit der unheimlichen Schmelze oder irgendwo Dahan versammeln. Verzögerte Fähigkeit, aber das würde vielleicht funktionieren, ja. Wieder die Fruchtbarkeit des Flusses. So, was heißt das? Das heißt, wir spielen die Überschwemmung in diesem Küstengebiet Dschungel. Es entsteht 1 Schaden, wenn das ein Flussgebiet, ein Küstengebiet ist, 2 Schaden. Das heißt, 2 Schaden, das Dorf geht flöten,
Wir erzeugen damit ein Furcht. Abgehandelt. Fertig. Die kommt später dran. Jetzt kommen erst die Invasoren. Furchtkarten haben wir immer noch keine. Dann geht das Wüten los. Das heißt, in diesem Gebiet entsteht ein Schaden gegen das Land. Aber es passiert nicht. Eine Ödnis entsteht erst ab 2 Schaden. Und in diesem Gebiet ebenfalls ein Schaden gegen das Land und ein Schaden gegen die Dahan. Der entsteht hier. Die schlagen jetzt aber auch zurück mit insgesamt 4 Schaden. Der Entdecker geht also auch flöten. So. Dann sind wir den los. Das war das Wüten. Jetzt kommt das Bauen in den Sumpfgebieten. Jetzt entsteht hier ein Dorf. Und hier entsteht leider eine Stadt. Aber da habe ich jetzt eine Idee, was wir tun können. Wir haben in beiden jetzt tatsächlich einen Schaden von insgesamt 3, 5, 6. Auch hier 6 Schaden jeweils, die entstehen. Da müssen wir jetzt mittelfristig was gegen tun. Das war das Bauen. Das Entdecken passiert jetzt wieder im Dschungel. Und ihr seht schon, wir sind in Entdeckerstufe 2. Das sind hier die römischen Ziffern hier unten. Das heißt, auch wenn das Deck, wenn dieses Invasorendeck zu Ende ist und wir bräuchten dann eine nächste Invasorenkarte und wir haben keine mehr, dann verlieren wir auch. Entdecken im Dschungel. Das heißt, es kommen wieder Entdecker hier hin. Und dann geht es weiter. Die geht weg, die geht rüber, die geht rüber. Und wir sind mit unseren Invasoren am Ende der Runde. Und jetzt gehen die verzögerten Fähigkeiten los. Wir versammeln bis zu 2 Dahan. Und das tun wir hier. Hier ist die Frage. Ja, das machen wir mal. Das heißt, wir dürfen dann noch einen dritten dazu bekommen. Und eine Energie bekommen wir auch. Ich habe die Karten nicht bezahlt, fällt mir gerade ein. Ich musste 2 Energie abgeben. So. Dann haben wir das abgehandelt. Und wir gucken noch mal aufs Verschieben. Verschiebe einen Entdecker oder ein Dorf. Tja. Gebaut wird im Dschungel. Was möchte ich vermeiden? Könnte ja mal hier den Schaden oder hier den Schaden verringern, indem ich hier ein Dorf rausschiebe. Zum Beispiel da in die Berge. Da stehen ja Dahan bereit. Wir schieben das Dorf mal weiter. Es kam da vom Dschungel, ihr erinnert euch noch. Wir schieben das Dorf mal darüber. Sollte in den Bergen das nächste Mal gewütet werden, haben wir da immer noch 4 Schadenseinheiten gegen das Dorf. Mal gucken, ob das hilft. Und hier wird der Schaden geringer, nämlich nur noch 4. Okay, so. Dann geht's jetzt los mit... Ne, jetzt nicht mehr los, selbst Rundenende. Die beiden Karten gehen weg. Hier wird der Schaden repariert. Und dann geht es mit der neuen Runde los. Und diesmal nehmen wir wieder Präsenzen, und zwar 2 Stück. 1 und 2. Jetzt dürfen wir nämlich 3 Karten ausspielen. Bekommen zwar immer noch nur 2 Energie, aber wir haben hier noch ein bisschen. Wir platzieren einfach mal überall Geister. Präsenzen. Ihr müsst nur merken, ihr müsst euch merken, wenn ihr das selber spielt, die Invasoren greifen niemals die Geisterpräsenzen direkt an. Sie richten Schaden gegen das Land an und gegen die einheimische Bevölkerung, gegen die Dahan. Und das kann dann auch dazu führen, dass irgendwann mal eine unserer Präsenzen vernichtet wird. Aber die Invasoren greifen nie direkt
die Geisterpräsenzen an. So, haben wir gemacht. Jetzt kommt Energie, zwei Stück. Eins, zwei. Haben wir insgesamt schon fünf. Und wir dürfen jetzt drei Karten ausspielen. Vier habe ich auf der Hand. Was passiert als nächstes? Im Sumpf wird gewütet. So. Im Sumpf wird gewütet. Wir spielen einmal die Selbstheilung der Natur mit Verteidigen 6 im Umfeld von einer Reichweite zu einer heiligen Stätte. Das ist auf der ganzen Insel bei uns der Fall. Das machen wir, und zwar wählen wir dafür, dann nehme ich mal diesen Hilfsmarker hier, wählen wir dafür dieses Küstengebiet hier. Und ich darf drei Karten spielen. Die Kosten sind nicht das Problem. Dann nehme ich auf jeden Fall noch die unheimliche Schmelze. Und ich nehme noch das fortreißende Wasser. Gucken wir mal, ob uns das helfen kann hinterher. Wir haben nur eine sofortige Fähigkeit und ich muss insgesamt drei Energie bezahlen. Drei Energie habe ich, kein Problem. Und dann werden wir jetzt mal schauen, was wir mit der sofortigen Fähigkeit verteidigen. 6 habe ich gesagt, verwenden wir hier. Kommt dann bei der Wütephase zum Tragen. Und die anderen beiden sind verzögerte Fähigkeiten, haben jetzt noch nichts zu tun. Wir kommen mit der Invasorenphase ran. Furcht haben wir immer noch nicht ausreichend erzeugt, um eine Furchtkarte zu aktivieren. Dann kommt das Wüten dran, und zwar in den Sumpfgebieten. Fangen wir mit dem hier an. Es entstehen 4 Schaden. Heißt aber auch, gegen das Land, es entsteht eine Ödnis. Und es entstehen 4 Schaden gegen die Dahan. 2 und 2 sind 4. 2 gehen verloren. Und der eine schlägt zurück mit 2. Ich richte keinen Schaden mehr an mit meinen verzögerten Fähigkeiten. Das heißt, ich richte hier den Angriff nicht gegen die Stadt. Die hat nämlich 3 Verteidigungen und würde dann noch mit einem Restlebenspunkt sozusagen hier liegen bleiben und würde dann am Ende der Runde wieder repariert werden. Das heißt, es lohnt sich nicht, hier 2 Schaden gegen anzurichten. Aber wenigstens den einen Schaden kann ich gegen den Entdecker anrichten. Somit ist das Sumpfgebiet abgehandelt. Und in diesem Sumpfgebiet greifen die Invasoren oder richten die Invasoren auch einen Schaden von 6 an. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, mit Verteidigen 6 ist passiert nichts. Und zwar sowohl dem Land nicht, als auch den Dahan nicht, aber hier sind ja keine. Also passiert tatsächlich gar nichts in diesem Gebiet. Das kommt wieder weg. Damit ist die Wütephase abgehandelt. Jetzt kommt das Bauen in den Dschungelgebieten. Da entstehen jeweils Dörfer. Und dann kommt das Entdecken. Und es sind wieder die Sümpfe dran. Okay. Dann geht das hier an weiter. Und jetzt geht das los. Später wird also in den Sümpfen gewütet und im Dschungel gewütet und in den Sümpfen wieder gebaut. Boah, Leute. Hier kommt ein Dorf hin, da kommt ein Dorf hin. Hier wird mit 4 Schaden gewütet, hier mit 3. Uiuiui. Jetzt kommen aber erst nochmal meine verzögerten Fähigkeiten. Wir gucken uns das mal in Ruhe an. Wenn Invasoren anwesend sind, ein Furcht. Wenn Einflussgebiet Sumpf oder Wüste, dann entferne eine Ödnis. Ja, das machen wir genau hier. Wir erzeugen eine Furcht. Okay, wir sind bei 4 Furcht. Furchtvorrat ist leer. Alle kommen wieder nach oben und es kommt eine Furchtkarte hier hin. Und wenn das Einflussgebiet Sumpf oder Wüste ist, entferne eine Ödnis. Es ist ein Sumpf, also kann ich die Ödnis entfernen.
und die kommt wieder hierhin zurück. Wieso nehme ich die eigentlich daraus? Es müssen eigentlich nur 5, neben der ursprünglichen Ödnis, nur 5 weitere sein. 1, 2, 3, 4, 5. Die 2 habe ich daraus genommen, das ist Blödsinn. Hier müssen die her. Mein Fehler. Also, das Solospiel für einfache Versionen beginnt hier mit 5 Ödnismarkern auf diesem Feld. Und aus diesem Vorrat wird dann hier Ödnis genommen, wenn man sie braucht auf der Insel. Und wenn man hier Ödnis wieder wegnimmt, dann wird sie auch hier wieder zurückgelegt. Ist das Feld leer, man hat nicht genug Ödnismarker, um sie hier zu platzieren, dann verliert man natürlich auch. Aber wir hatten bisher immer noch weniger als 5 oder 6 insgesamt. So. Jetzt geht es aber weiter. Meine nächste Fähigkeit ist das fortreißende Wasser. Verschiebe bis zu 3 Entdecker oder Dörfer. Ist die große Frage. Kommen jetzt hier irgendwo Berge oder Wüste oder was kommt als nächstes? Was kann ich tun? Ich kann ja... Wo wird gebaut? Wo wird gewütet? Gewütet wird im Dschungel. Ich kann das hier freimachen. Schieb das in die Wüste. Und das Dorf schiebe ich in die Berge. Warum nicht? Damit entsteht hier keine Stadt, sondern ein Dorf. Hier entsteht ein Dorf, auch keine Stadt. Und das Wüten hier ändert erstmal, ja, hier entsteht zwar viel Schaden jetzt, boah, Leute. Das wird heftig. Hier wird ordentlich gebaut. Hier kommt ein Dorf dazu, da kommt ein Dorf dazu. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Okay. Dann habe ich noch eine Sonne, 2 Wasser. Ich kann noch mal ein Dorf oder Entdecker verschieben. Bringt nichts, will ich nicht. Wo ich den Entdecker hin verschiebe, hat... Doch, ich kann den Entdecker wegschieben, hier rüber in die Wüste. Weil dann steht hier nur ein Schaden und keine 2, damit entsteht hier auch keine Ödnis. So, mach was. So, das war das. Rundenende. Schäden reparieren, es sind keine mehr aufgetreten. Die Karten kommen weg. Ich habe nur noch eine Karte auf der Hand. Heißt aber auch, ich nehme mir entweder eine neue Fähigkeit und platziere eine Präsenz. Oder ich brauche das hier. Was haben wir denn als neue Fähigkeit? Das ist eine weitere schwache Fähigkeit. Sturz in die Tiefen des Erdreichs. Hast du eine Präsenz im Einflussgebiet, ein Furcht und ein Schaden. Und wenn das Einflussgebiet Wüste oder Sumpf ist, noch ein Schaden. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Wir machen das hier. Wachstum, alle Karten zurückbekommen. Eine neue Fähigkeit. Das hier, das ist eine schwache Fähigkeit. Und jetzt seht ihr auch schon, als nächstes kommt eine Fähigkeit, die 4 Energie kostet. Das ist aber eine starke Fähigkeit. Wenn ich die bekomme, dann muss ich eine meiner vorhandenen Fähigkeiten vergessen. Im Wortsinne also wegschmeißen. Sprich, eine der Karten muss ich dann loswerden. Das verhindert, dass man allzu viele Fähigkeiten gleichzeitig bekommt. Jedes Mal, wenn man eine starke Fähigkeit bekommt, muss man irgendeine andere Fähigkeit loswerden. Aber die ist auch sehr attraktiv, das heißt, die will ich bald haben. Und ich bekomme noch eine Energie. So. Und jetzt bekomme ich 2 Energien. 1, 2. Insgesamt also 5. Und ich habe eine ganze Menge Karten, die ich spielen kann. 3 darf ich ausspielen.
das ist einfach zu attraktiv, hier noch zwei Schaden anzurichten. Hier zum Beispiel. Dann sollte ich mal wieder... Die neue Karte, Sturz in die Tiefen des Erdreichs. Auch Schaden anrichten, Furcht erzeugen. Und vielleicht auch wieder mal ein paar Dahan sammeln, aus den Bergen holen und in die Sümpfe schieben. Genau, das ist, glaube ich, auch noch eine Idee. Die drei spielen wir mal aus. Kosten 3 Energie. 1, 2, 3. Das sofortige Fähigkeit ist das Überschwemmen. Ein Schaden und wenn das Küstengebiet ist, auch zwei Schaden. Das heißt, wir nehmen ja, diesen Sumpf hier, erzeugen zwei Schaden, vernichten das Dorf und erzeugen damit auch ein Furcht. So ist gut. Dann, wir gucken mal auf die Elemente-Kombination. Wir haben jetzt drei Karten ausgespielt, die haben insgesamt zwei Sonnensymbole und drei Wassersymbole. Das heißt, ich kann als nächstes diese permanente Fähigkeit später einsetzen. Das heißt, ich kann noch zwei Schaden erzeugen und drei Entdecker oder Dörfer verschieben. Das ist auch spannend. So, dann werden wir aber weitermachen müssen mit den Invasoren. Und hier fangen wir zum ersten Mal mit einer Furchtkarte an. Die sind für uns natürlich gut. Wir sind immer noch in Furchtstufe 1, das sehen wir hier. Jeder Spieler entfernt einen Entdecker aus einem Gebiet mit Dahan. Aus einem Gebiet mit Dahan einen Entdecker entfernen. So, das könnte ich zum Beispiel aus diesem Gebiet und aus diesem Gebiet. Den hier werde ich aber los, alleine dadurch, dass hier Dahan stehen, die gleich beim Wüten ihn auf ihn einschlagen. Ihn werde ich eventuell nicht ganz los, das heißt, ich entferne ihn. Gut, und dann wird sie als abgehandelt hierhin abgelegt. So, das war die Furchtphase, jetzt kommt das Wüten, und zwar im Dschungel. Hier entsteht ein Schaden, es passiert nichts. Hier entsteht auch ein Schaden gegen das Land, da passiert nichts, gegen die Dahan. Er kriegt einen ab, aber eben nicht zwei. Jetzt schlagen beide zurück mit 4, das heißt, der Entdecker geht auch flöten. Leider ist das Töten der Entdecker nicht ausreichend, um Furcht zu erzeugen. Das geht nur bei beim Verschwinden, beim Zerstören von Dörfern oder Städten. So, dann haben wir das gemacht. Jetzt wird gebaut, und zwar in den Sumpfgebieten. Das heißt, hier entsteht ein Dorf und hier entsteht ein Dorf. Und jetzt wird entdeckt. Was wird entdeckt? Berge. Sind die Entdecker wieder in den Bergen unterwegs? Okay. Jetzt wird weitergeschoben. Und als nächstes wird in den Sümpfen gewütet und in den Bergen gebaut. Hier entstehen jeweils Städte. Da müssen wir mal gucken, was wir dagegen tun können. Wir schauen uns jetzt das Ganze an, was wir machen können mit unseren verzögerten Fähigkeiten. Gewütet wird in den Sümpfen. Das heißt, wenn wir irgendwo Dahan versammeln... Nein, erstmal gucken wir uns das hier an. Sturz in die Tiefen des Erdreichs. Hast du eine Präsenz im Einflussgebiet, ein Furcht und ein Schaden? Und wenn das Einflussgebiet Wüst oder Sumpf ist, noch ein Schaden. Das heißt... Wir nehmen dieses Einflussgebiet hier, ein Furcht und ein Schaden, das heißt zum Beispiel gegen dieses Dorf. Und wenn das Einflussgebiet Wüste oder Sumpf ist, und das ist es, noch ein Schaden, nochmal gegen das Dorf.
Also haben wir noch ein Furcht erzeugt. Ja. Und jetzt versammeln wir an einem anderen Gebiet. Hier zum Beispiel bis zu 2 Dahan. Und jetzt holen wir uns die Dahan aus diesem Gebiet. Da ist ja gerade nichts los. Hier rüber. Jetzt haben wir da 2. Können wir einen dritten dazufügen. Und erhalten eine Energie. Das kommt zu uns. Und jetzt haben wir an Elementen 2 Sonne, 3 Wasser, 2 Schaden im Umfeld einer heiligen Stätte, ein Gebiet, eine Reichweite und bis zu 3 Entdecker und oder Dörfer verschieben. So, ich kann irgendwo 2 Schaden anrichten, das kann ich hier ganz gut. Oder da, wo gebaut wird als nächstes. Aha. Hier, da richte ich 2 Schaden an und noch ein Furcht. Das heißt, wir haben wieder eine Furchtkarte, die wir aktivieren können. Und verschieben bis zu 3 Dörfer oder Entdecker. Tja. Was macht das denn, wenn wir das Gebiet hier leer räumen? Das Dorf schieben wir dahin. Denn es wird beim nächsten Mal ja in den Bergen gebaut. Wenn ja das Dorf stehen bliebe, würde ja hier eine Stadt entstehen. Das wollen wir vermeiden. Also schieben wir das Dorf hier rüber. Und den Entdecker schieben wir meinetwegen hier rüber. Nein, oder tatsächlich auch hier rüber. Das können wir machen. Und den anderen Entdecker schieben wir hier rüber. Das heißt nämlich, in den Bergen wird nichts mehr gebaut. Dann schieben wir die Wüste. Noch besser. Ab in die Wüste mit dir. Ja, das versuchen wir mal. Damit haben wir die verzögerten Fähigkeiten abgehandelt. Und es geht wieder mit dem runden Ende. Wir legen alle Karten ab. Halt, das waren meine Handkarten, genau. Schäden werden repariert. Jetzt müssen wir mal aufpassen, was als nächstes passiert. Hier beim Wüten im Sumpf entstehen hier 6, 7 Schaden. Und ich habe hier nur 3 Dahan, die insgesamt 6 verkraften würden. Die würden alle verschwinden und nicht zurückschlagen können. Haben wir irgendwas Sofortiges, was uns helfen kann? Wir schauen mal. Ah, finden wir. Also, als Wachstum. Ich platziere noch mal 2 Präsenzen. Ich brauche Karten und Energie. In diesem Falle mehr Energie. Ja. Ich brauche ein paar Heiligen. Ich baue ein paar Präsenzen einfach auf. Da und da. Ja. Alle meine Fähigkeiten, die ich habe, kann ich ja praktisch jetzt überall einsetzen, weil ich ja heilige Stätten gut verteilt habe. Dann ist es relativ egal, wo ich die platziere. Ich bin jetzt also auf der ganzen Insel in jedem Gebiet auch wirklich präsent als Geist. Selbst in Wüstengebieten. Aber vor allen Dingen kriege ich jetzt durch diese Verteilung 4 Energie. Und kann jetzt immer noch 3 Karten ausspielen. Und jetzt nehmen wir Verteidigen 6 und das tun wir hier in diesem Gebiet. Ah, ihr werdet gleich sehen, warum. Da kann ich nämlich noch was machen. Da kann ich nämlich noch echten Schaden anrichten. Dann werden wir... Dann habe ich jetzt noch die Fähigkeit, um mir Energie zu holen. Das kostet mich 1 Energie. Die Energie ist nicht das Problem. Dann wieder die unheimliche Schmelze. Kostet mich noch eine Energie. Und... Nochmal verschieben. Mal gucken, ob ich das irgendwo machen kann. So, die 3 Energie sind nicht das Problem. Die bezahle ich mit dem hier. Und jetzt spielen wir die sofortige Fähigkeit, verteidigen 6.
lassen wir in diesem Feld wirken. Kommt dann gleich bei der Wütephase zum Tragen. Und die anderen beiden sind verzögerte Fähigkeiten. Also später. Die Invasoren sind dran mit der Furchtphase. Jeder Spieler entfernt einen Entdecker aus einem Binnengebiet. Okay, Binnengebiet. Bin nur ein Spieler, also kann ich nur einen Entdecker entfernen. Tja. Hier spielt es keine Rolle. Es darf nicht ein Küstengebiet sein. Hier vorne darf es nicht sein. Es muss hier aus dem Hinterland sein. Fangen wir hinten an. Komm, weg damit. Fertig. Weitere Furchtkarte haben wir nicht. Okay. Dann geht es weiter mit dem Wüten in den Sümpfen. Fangen wir mit diesem Sumpf an. Es entstehen 6 Schaden. Das heißt, es entsteht auch eine Ödnis. Jetzt meine ich also doch mal von hier. Und der Dahan wird leider getötet. Kann also auch nicht zurückschlagen. Hier entstehen auch 7, hier stehen sogar 7 Schaden. Allerdings haben wir hier verteidigen 6. Das heißt, es bleibt ein Schaden übrig. Es entsteht also auch keine Ödnis. Und auch nur ein Schaden gegen die Dahan. Das heißt also auch, dass die Dahan jetzt mit 2, 4, 6 zurückschlagen. Und 6 sind 3. Hier vernichten wir also eine Stadt. Das erzeugt 2 Furcht. Und nochmal 2, wir vernichten ein Dorf, das erzeugt nochmal eine Furcht. Und noch einen, wir vernichten noch einen Entdecker. Hier haben wir also ordentlich aufgeräumt jetzt. Das müssen wir später hier noch machen, dann sind wir fast durch. Klingt einfacher als es ist. Gut, dann haben wir das abgehandelt, das ist die Wütephase. Der Hilfsmarker kann auch weg. Jetzt kommt das Bauen in den Bergen. Da haben wir gut vorausgeschaut, da passiert tatsächlich nichts. Dann kommt das Entdecken und jetzt wird in der Wüste entdeckt. Und wir schieben weiter. Sumpf, Berge, Wüste. Ihr seht übrigens, fällt mir jetzt ein, auf diesen Karten der Furchtstufe 2 noch dieses Symbol, das hat was mit den Nationen zu tun, die man auch im Spiel wählen kann, wenn man gegen eine von 3 möglichen Nationen spielt. Jetzt in der Einsteigerversion hat dieses Symbol keine Bedeutung. So, damit sind die Invasoren durch und jetzt kommen unsere verzögerten Fähigkeiten zum Tragen. Wir haben wir nehmen wieder diesen Sumpf hier. Wenn Invasoren anwesend sind, ein Furcht. Das heißt, wir haben wieder ein Viererpack Furcht erzeugt. Wir bekommen wieder eine Karte. Und jetzt sind wir in Furchtstufe 2. Das heißt, wir müssen nicht dafür sorgen, dass Entdecker alle beseitigt werden, aber Städte und Dörfer müssen wir noch beseitigen. Na gut, ob uns das gelingt. Und wenn das Einflussgebiet Wüste oder Sumpf ist, entfernen wir eine Ödnis. Das können wir machen. Die kommt wieder hierhin zurück. Abgehandelt. Und wir haben fortreißende Wasser, verschiebe bis zu 3 Entdecker oder Dörfer. Und jetzt müssen wir noch mal gucken, wo wird gebaut. In der Wüste wird gebaut. Und was wollen wir da? Dass möglichst wenig gebaut wird. Wir verschieben also die Dörfer in die Sümpfe. Erstens sind das heilige Stätten und zweitens passiert da gerade nichts. Hier müssen wir noch was tun in dem mittleren Sumpf. Gefällt mir gar nicht, das Gebiet. Aber in der Wüste würde dann beim Bauen hier nur ein Dorf entstehen und da nur ein Dorf entstehen. Beim Wüten später dann natürlich entsprechend viel Schaden angerichtet. Bis dahin müssen wir uns was einfallen lassen. Okay, das heißt, wir sind damit durch. Was haben wir an Elementen? 1 Sonne, 2 Wasser. Wir können von den permanenten Fähigkeiten nochmal verschieben. Ich darf ja 3 verschieben. Ich habe 2 verschoben. Ich darf noch ein drittes verschieben. Verschieben wir einen Entdecker einfach mal mit in den Sumpf. Hier. Ja. Okay. Dann
kann ich jetzt durch diese permanente Fähigkeit noch einen verschieben. Dann nehmen wir diesen Entdecker und schieben ihn hier in diesen Sumpf. So. Das hat nachher mit dem Wüten zu tun, entsteht weniger Schaden, hoffentlich. Okay, damit sind unsere verzögerten Fähigkeiten abgehandelt. Rundenende, die Karten kommen wieder weg. Und ich habe nur noch eine Karte auf der Hand. Schäden werden repariert. Und es geht weiter mit der Wachstumsphase für uns. Das heißt, ich nehme mir wieder die erste Option. Alle Karten auf die Hand zurückerlangen. Eine neue Fähigkeit und Achtung, jetzt bekommen wir eine starke Fähigkeit. Wir müssen also eine andere Fähigkeit vergessen. Puh. Schauen wir uns mal die beiden kostenlosen Fähigkeiten an. Das sind die mit der Energie, dieser Energieschub und das Versammeln der Dahan. Das gefällt mir ganz gut, dieses Versammeln der Dahan. Den Energieschub eher nicht so. Den legen wir einfach weg. Dafür bekommen wir diese starke Fähigkeit, die beschleunigte Fäulnis. Die richtet im Einflussgebiet, wenn es Dschungel oder Sumpf ist, 2 Furcht und 4 Schaden an. Und wenn man entsprechend viele Elemente liegen hat, sogar 5 Schaden und eine Ödnis, die man entfernen kann. So viele Elemente, das hieße ja, dass man mindestens mal 3 Karten spielt, die dann auch jeweils noch Sonne und was ist das, Erde? Nee, ja, irgendwas an Elementen hätten, das Grüne jedenfalls. Ich habe es gar nicht auswendig. Dann 3 Grüne haben wir gar nicht an Karten. Schaut mal bitte, wir haben 2 Grüne maximal. Das heißt, wir kommen hier gar nicht hin. Aber erstmal können wir 2 Furcht und 4 Schaden erzeugen. Das ist schon eine Menge. Die Karte gefällt mir. Jetzt bekommen wir Energie. Das sind 4. Und haben auch entsprechend viele. Und wir können 3 Karten platzieren. Und wir nehmen die natürlich auch direkt. Das ist zwar eine verzögerte Fähigkeit. In der Küste machen wir auch wieder 2 Schaden, dann vernichten wir wieder ein Dorf. Und wo wird gewütet? In den Bergen, da passiert nichts. Das haben wir gut geplant. Gebaut wird in der Wüste. Vielleicht machen wir das hier. Nochmal Furcht erzeugen. Ah, das ist richtig. Das klingt gut. Was haben wir an Kosten? 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sind wir arm. Aber das wird sich, glaube ich, lohnen. Die sofortige Fähigkeit. Küstengebiet, 1 Schaden, 2 Schaden. Also wieder ein Dorf vernichten, ein Furcht erzeugen. Zack. So schnell geht das. Und dann haben wir bei den sofortigen Fähigkeiten war es das. Jetzt kommen wieder die Invasoren ran. Furcht. In allen Gebieten mit Präsenz verteidigen 2. Das ist gut. Wo wird gewütet? In den Bergen, da haben wir nichts. Ja, die hilft uns leider jetzt nicht. Glaube greift um sich in allen Gebieten mit Präsenz. Das wäre ja auf der ganzen Insel, aber es wird halt nirgendwo gewütet. Schade eigentlich. Also gerade jetzt die Berge wären interessant gewesen. Die Karte verpufft leider wirkungslos, weil das gilt auch nur für die Runde. Oder gilt das überall? Gilt das dauerhaft? Wir gucken mal in der Anleitung und schauen, ob das irgendwo steht. Ich glaube nicht, dass das irgendwo steht. Verteidigen 2. Also wenn das dauerhaft gilt, dann wäre das natürlich toll. Aber strategische Hinweise. Also ihr seht, die Anleitung ist sehr ausführlich. Ich habe sie aber auch zweimal durchgelesen, denke ich, weil also zumindest einzelne Kapitel muss man schon zweimal lesen, nachdem man das erste Mal das Einsteiger-Symbol, Einsteigerspiel gespielt hat. Ja, verteidigen, wo haben wir es denn? Irgendwo haben wir doch das Verteidigen. Es gab doch hier irgendwo ein Stichwortverzeichnis. Na? Fähigkeiten, Reichweite, Effekte, Zeitpunkte. Ah, hier sind die Elemente nochmal aufgelistet. Sonne, Mond,
Feuer, Luft, Wasser, Erde, Pflanze. War das Grüne. Dann gucken wir noch mal. Da war doch irgendwo ein Verzeichnis. Habe ich das übersehen? Ja, hier hinten ist es, das Glossar. Verteidigen. Ein Gebiet gegen Invasoren schützen. Seite 18. Eine Fähigkeit. Verteidigen. Verteidigung mehrerer Fähigkeiten werden addiert. Eine Verteidigung währt bis zum Rundenende. Hier steht es also tatsächlich explizit. Es gilt nur für die Runde. Das heißt, diese Furchtkarte verpufft leider, weil wir glücklicherweise so geplant haben, dass bei der Wütephase nichts passiert. Schade. Nun gut. Die Wütephase selber, da passiert tatsächlich nichts. Die Bauphase passiert in der Wüste. Sind Invasoren anwesend, wird gebaut. Das heißt, hier kommt ein Dorf hin. Hier kommt ein Dorf hin. Jetzt wird entdeckt. Und wir sind in der Frühstufe 3. Da sind es immer zwei Gebiete. Hier sind es jetzt Berge und Dschungel, in denen gebaut oder entdeckt wird. Und es sind wieder die Berge. Huch, hier haben sich zwei Entdecker verknotet. So, da und der Dschungel dort und dort. Dann wird weitergeschoben. Gewütet wird also zunächst in der Wüste. Hier entstehen drei Schaden, eine Ödnis. Da müssen wir was tun. Hier entsteht auch eine Ödnis. Okay. Jetzt kommen unsere verzögerten Fähigkeiten dran. Da können wir was machen. Womit fangen wir an? Ich glaube mit der beschleunigten Fäulnis im Sumpf. Und zwar hier in diesem Sumpf. Zwei Furcht, vier Schaden. Die Stadt erzeugt zwei Furcht. Jetzt haben wir hier eine Furcht, die Karte, die Furchtmarke hoch und noch eine Furcht. Nochmal zwei Furcht erzeugt. Und vier Schaden, das heißt, die Stadt haben wir vernichtet und noch einen Schaden. Wir machen das gegen das Dorf. So, das war diese Fähigkeit. Jawohl. Jetzt kommt die andere Fähigkeit, die hier. Sturz in die Tiefen des Erdreichs. Hast du eine Präsenz im Einflussgebiet? Haben wir. Ich glaube, ich nehme wieder das Gleiche. Eine Furcht. Und ein Schaden, nochmal eine Dorf vernichten, noch ein Furcht erzeugen. Und wenn nur Einflussgebiet Wüste oder Sumpf ist, noch ein Schaden. Ja, das machen wir doch. Nehmen wir den Entdecker weg. Also langsam gefällt mir der Spielplan wieder besser. Okay, das war das hier. Und wir haben zweimal Licht und zweimal Wasser. Und das heißt, dreimal Wasser und zweimal Licht. Das heißt, wir können das hier machen. Gebiet ist egal. Eins von unserer heiligen Städte weg. Haben wir immer noch überall zwei Schaden und verschiebe bis zu drei. Das heißt, wir können, hier wird gewütet. Wir können einfach mal hier zwei Schaden machen. Furcht. Jetzt haben wir auch das nächste Mal zwei Furchtkarten schon zum Abhandeln. Sehr gut. Und verschiebe bis zu drei Entdecker oder Dörfer. Das ist doch auch toll. Wie wäre es denn, wenn wir Berge und Dschungel, Wüste aus diesem Gebiet einfach mal alles leer räumen? Zumindest das Dorf verschieben. Und dann den Entdecker. Ja. Beide mal da wegschieben, dann passiert nämlich in der Wüste auch nichts. Okay. Oder, Moment, wir können ja auch. Wir können auch noch viel besser.
Hier entsteht zwar 3 Schaden gegen das Land, eine Ödnis, aber wir können vielleicht, muss ich gucken, ob wir aus einem Gebiet verschieben können oder aus mehreren Gebieten heraus. Ich glaube nur aus einem. Zu versammeln, verschieben, das ist genau das Gegenteil. Das bedeutet, bewege so viel aus deinem ausgewählten Einfallsgebiet heraus. Ja, das heißt, ich kann nur aus einem Gebiet. Ich kann leider nicht mehrere Gebiete freiräumen. Habe ich vielleicht vorhin falsch gespielt, könnte sein. So, ich kann also nur ein Gebiet leer räumen. Dann mache ich das mit diesem Gebiet hier. Räume ich die Wüste frei. Okay, das haben wir auch gemacht. Und damit ist jetzt das Thema durch. Die Karten werden abgelegt. Und es geht in die nächste Runde. Jawohl. Ich habe noch 4 Karten. Ich glaube, ich möchte eins, zwei, drei Energie. Eine habe ich, 4 bekomme ich. Wachten macht 5. Fähigkeit war schon gut. Die starke Fähigkeit, die ich hatte. Da kann man richtig was mitmachen. Die brauchen wir wieder. Reicht das, um alle Karten wieder auf die Hand zu holen? Bekomme ich noch eine Energie, macht die 2 und die 4 macht 6. Dann kann ich die große Karte wieder ausspielen. Und ich bekomme sogar noch eine neue dazu. Ja, das versuchen wir einfach mal. Ich nehme diese Wachstumsoption. Ich nehme alle Karten wieder auf die Hand, die ich gerade gespielt habe. Hab damit auch wieder die beschleunigte Fäulnis. Bekomme eine neue Fähigkeit dazu. Das ist eine schwache Fähigkeit. Das ist in diesem Falle der Gesang des heiligen Lebens. Wenn Entdecker im Einflussgebiet sind, verschiebe alle Entdecker. Ansonsten entferne eine Ödnis. Das klingt auch interessant. Gucken wir mal, ob wir nachher die Möglichkeit haben. Das geht aber nur in Bergen oder Dschungeln. Okay. Und ich bekomme eine Energie. Und dann bekomme ich aus der Energiephase 4 Energie. Damit wären wir wieder bei 6. Und ich kann wieder bis zu 3 Karten spielen. Ich nehme wieder diese Karte. Die frisst mir aber schon wieder 4 Energie. Und ich brauche, irgendwo muss ich mal ein paar Dahan verschieben. Wo war denn das? Die Karte hier, die kostet mich zum Glück nichts. So, und welche Karte wählen wir noch? Noch eine kann ich wählen. 2 Energie habe ich, das heißt, ich könnte auch die hier machen. Nochmal 2 Schaden irgendwo anrichten im Küstengebiet. Alles nur in einem Gebiet. Vielleicht kann ich damit auch, das ist eine sofortige Fähigkeit, eines der Gebiete räumen, wo gebaut wird. Ja, das wäre vielleicht noch eine Idee. 3 Karten, 6 Energie. Das machen wir. Die hier wirkt sofort. Eine Überschwemmung. Und zwar lasse ich die hier im Dschungel wirken. Dann geht der Entdecker. Und dann werden wir die anderen Fähigkeiten gleich einsetzen. Jetzt kommen aber erst wieder die Invasoren dran. Wir haben 2 Furchtkarten abzuhandeln. Die erste ist, alle Küstengebiete verteidigen 3. Oh, das ist gut. Was wird denn gewütet? Wüste. Super. Hilft uns auch nicht. Dahan-Angriff. Jeder Spieler wählt ein anderes Gebiet mit Dahan, dort ein Schaden. Okay. Spannende Geschichte, weil ich mache einfach mal hier dieses Gebiet einen Schaden, das heißt, der Entdecker geht flöten, das heißt, hier wird auch nicht gebaut. Sehr gut. Hat uns geholfen. Und das heißt jetzt, das war die Furchtphase, es kommt das Wüten. Gewütet wird in der Wüste, hier entsteht ein Schaden, es passiert aber nichts. Dann kommt das Bauen, Berge und Dschungel. Es entsteht leider hier noch ein Dorf und hier noch ein Dorf.
Dann kommt das Entdecken. Es geht wieder weiter in Wüste und Sumpf. Das sind, wenn ich mich recht entsinne, 4 Entdecker. Einer im Sumpf, einer in der Wüste, noch einer im Sumpf und noch einer in der Wüste. Dann schieben wir es weiter. Jetzt kommen unsere verzögerten Fähigkeiten. Und jetzt wird es spannend. Gewütet wird demnächst also hier und dort. Es würden Ödnisse entstehen, wenn sich nichts verändert. Ich könnte ja mal das Versammeln von bis zu 2 Dahan hier in die Berge, dahin, in dieses Einflussgebiet. Wenn jetzt 2 da sind, mindestens dann eine weitere hinzufügen. Das machen wir. Und erhalte 1 Energie. Das kriegen wir auch. So, und als zweite Fähigkeit habe ich das hier, beschleunigte Fäulnis. In Dschungel oder Sumpf. 2 Furcht. 4 Schaden. Tja, und 4 Schaden sind 2 Dörfer. Adios. Und das heißt, wir haben nochmal 2 Furcht für das eine Dorf. Ne, 1 Furcht für das eine und noch 1 Furcht für das andere Dorf erzeugt. Sind wieder 4 Furcht in der Summe. Damit ist das hier der Fall. Wir erreichen die dritte Furchtstufe und jetzt Siegbedingung, keine Städte. Jetzt schaut mal auf den Plan. Wir haben tatsächlich keine Städte mehr auf der Karte. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, und da könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren, haben wir das Spiel gewonnen. Durch einen sogenannten Furchtsieg. Wir haben so viel Furcht erzeugt und alle Städte vernichtet, die dort waren. Es wurden ja welche gebaut und wir haben auch wieder welche vernichtet. Das hat super funktioniert. Und in diesem Falle haben wir das Spiel gewonnen. Wir können jetzt noch ein bisschen gucken, was wir noch so machen können. 4 Schaden haben wir angerichtet. Und dann hätten wir jetzt noch hier, wir haben 2 Licht, also 2 Sonne, 3 Wasser, können noch 2 Schaden anrichten. Meinetwegen, keine Ahnung, gegen dieses Dorf, so. Und bis zu 3 aus einem Einflussgebiet verschieben. Meinetwegen verschieben wir was wäre als nächstes dran? Wüste, Sumpf, meine Güte, ist doch völlig wurscht jetzt. Wenn die Runde noch zu Ende spielen. Zack, zack, die 3 hier einfach mal da in die Berge schicken. Und damit hätten wir die Runde zu Ende. Die Karten würden weggehen. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir gerade gewonnen. Wir gucken noch mal kurz in die Regeln, wie das so ist mit den Furchtstufen. Schauen, ob ich das so finde. Ihr seht das hoffentlich so ein bisschen, ja. Furcht. Klar, so, Invasoren, Ödnis. Da sind die Furchtstufenfeld. Keine Städte mehr auf der Insel. Ja, haben wir auch nicht. Dann hier die Effekte, Geister, Furcht, gucken was mit dem Umlegen der Furchtstufe, ob das nochmal irgendwo erwähnt ist, aber wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hier geht es an die Varianten. Die Solo-Variante ist beschrieben. Dann diese Nationen, die ich eben erwähnt habe. Dann die Szenarien, die man spielen kann. Da gibt es dann auch die thematische Karte auf der Rückseite der Inselgebiete. Da lässt sich also durchaus eine Menge noch rausholen aus dem Spiel. Aber das, was ich jetzt aktuell suche,
finde ich gerade nicht. Müsst ihr die Insel von allen Invasoren befreien? Durch die Aktivierung von Furchtkarten löst ihr höhere Furchtstufen bei den Invasoren aus. Zugleich schaltet ihr leichtere Siegbedingungen frei. Ihr gewinnt sofort, wenn ihr die aktuell gültige Siegbedingung erfüllt. Ja, sofort, da steht's. Also, tatsächlich haben wir dieses Spiel Spirit Island gewonnen. Sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's bis hierher. Ich weiß nicht, es hat ja jetzt schon eine Weile gedauert, das Spielchen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal schaffe, euch so eine Runde dann mit vielleicht dem fortgeschritteneren Fähigkeitsmechanismus oder sogar mit Nationen und so weiter mich darum zu bemühen. In den nächsten Wochen erwarte ich auch ein paar neue Kickstarter-Spiele. Das steht dann in den Kommentaren, was aktuell noch ansteht. Die sollten jetzt tatsächlich bald eintreffen, dann würde ich mich darum eher kümmern. Es steht dann noch ein bisschen Black Sonata aus, das kommt dann auch noch. Und ansonsten wird es sicherlich nochmal irgendwann eine Runde Spirit Island geben, die ich euch zeigen möchte. Das wird vielleicht aber noch ein bisschen dauern. Habt bitte Geduld mit mir. Ja, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir Kommentare da, Likes, Abos, wie ihr wollt. Und dann bis dahin, bleibt gesund, euer Spartacus.